Yay, pünktlich 19:30 Uhr bin ich quad live hier. Jetzt warte ich erstmal auf die Daniela, auf euch. Da kommen sie schon. Winke, winke. Ja, ich sitze immer noch im Büro. So viel zum Thema Selbstfürsorge. Das ist Selbstfürsorge, weil hier habe ich meine Ruhe. Nur Daniela hatte die Idee mit dem spontan live und habe ich gesagt, dann packe ich das an meinen Beratungstag dran. Ne? Und freue mich auf den Austausch mit euch. Heute zum Thema Selbstfürsorge, zwischen Selbstfürsorge und Kidsfürsorge in Zeiten von Corona. Dafür habt ihr abgestimmt und das nehmen wir uns zu Herzen. Kommt alle vorbei, ihr hüpft. Ich warte noch auf Daniela. Wie geht es euch? Wie ihr hört, bin ich immer noch ein wenig verschnupft. Es hat sich doch ganz schön festgesetzt. Da kommt die Daniela. Wartet mal. Yay! Hallo. Oh, ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Mach mich mal ein bisschen kleiner, dass ist ja auch so. Hallo! Sag mal, Schätzchen, Könnten es sitzt ja du? so probieren. Du bist oben und ich bin Ja, unten, das oder? wäre lustig. Sitzt du jetzt auch in deinem Büro in der Villa? Ja, ich sitze in der Ach, Villa. ist das geil, oder? Das ist die Nummer eins, Selbstfürsorge des Jahres 2020. Habe ich gerade auch schon gesagt, weil ich nämlich ja auch Ja. immer noch im Büro sitze und habe gesagt, ha, das ist auch Selbstfürsorge, weil hier habe ich nämlich meine Ruhe. Weißt Es ist aber auch Kidsfürsorge in meinem Fall, weil ich muss nicht die ganze Zeit sagen, sie müssen leise sein und auf Zehenspitzen hinter mir vorbeischleichen. Das war Ja. nämlich vorher, wer meine Live-Situation früher auch schon gekannt hat. Paravent hinter mir mitten im Wohnzimmer und hinter mir sind die halbnackten Kinder am Abend halt getrapst, weil ja, die wohnen halt auch da, ne? Ja, natürlich. Ja, es sind schon ganz viele da, die freuen sich auf uns. Und Das freut mich sehr besonders, ja. was schreibt Maike? Sorge dafür, dass du bei der Arbeit Spaß hast. Ja, genau. So, also Sorge dafür. Kümmere dich darum. Da macht ihr, glaube ich, bei Daniela und mir, macht euch da keine Sorgen. Wir sind da gut Genau. dabei, oder? Ja. Genau. Du, Es und die gibt haben ja, viele, ja. viele Dinge, wo man sich mich nicht als Vorbild nehmen darf, aber beim Spaß bei der Arbeit, stehe ich zur Verfügung. Na, lass mal Tarle sprechen. Wo nehmen wir dich nicht als Vorbild? Ein Ja, Beispiel? das mit dem gründlich Putzen, das wird nichts mehr, glaube Ach, drauf geschissen. Das ist doch auch Selbstfürsorge, Daniela. Schön sprechen. Das mit dem Schönsprechen wird auch nichts mehr, oder? Jetzt Oh. sind wir 40, Kathi. Jetzt ist es vorbei. Bestes, komm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, seitdem ich 40 bin, ich merke wirklich, es geht rapide bergab mit meinem Körper. Ich habe gestern noch zu meinem Mann gesagt, und ich nehme es an. Es ist wirklich okay, ich sehe es einfach nur. Also ich sehe es so krass. Hast du das auch? Ja. Es ist. Ja, schon, ja, Ja, stimmt. naja, komm. Ich Ist halt bin, so. ja, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber ich hatte mit meinem Mann vorgestern ein ähnliches Gespräch, ja? Und ich habe gesagt, take it or leave it. Was soll ich machen, ja? Also ja, da kommen Sachen zum Vorschein, ich sage es dir. Nun gut, ich finde, das hat auch was mit Selbstfürsorge zu tun, dass wir unseren Körper so annehmen. Und es ist nun mal so, Ja. dass wir älter werden. Und ganz ehrlich, Leute, ich fange doch jetzt nicht ernsthaft an, mich zu stressen, dass ich einen Bauch kriege wie mit Mitte 20, weil ich meine, dass es mir dann besser geht. Mir geht es doch viel besser. Ich mache mein Yoga und ich habe eine gewisse Straffung. Nur der Bauch kann gar nicht mehr so werden. Es sei denn, ich würde wirklich krass Sport machen und da wäre ich noch nicht mal glücklich mit, weil dann könnte ich ganz viele andere Dinge nicht machen. Ja, So. geht mir ganz genauso. Also, du machst ja auch so viel Yoga. Ja, Also. das ist, wollte ich als Beispiel bringen, habe ich quasi auf meiner imaginären Liste für Ja. heute. Ja. Selfcare Nummer 2 in 2020 ist, ich mache seit dem ersten Lockdown, also ich glaube, das war am 14. oder 16. März, jeden Tag Yoga. Du bist so eine geile Sau, hör mal. Jeden Scheißtag? Jeden Scheißtag mache ich Yoga und wenn es nur 7,5 Minuten sind, weil dann irgendwas über mich hereinbricht. Aber die sind's, ja. Und weißt du was? Seit ungefähr 4 Monaten ist das so normal,
Also es fragt mich auch in der Früh niemand, sag, rennst du wo an und gehst du Zähne putzen oder was? Also ich meine auch die Kinder, ja, am Anfang immer, Mama, du immer mit deinem Yoga und mitten im Wohnzimmer und da liegt eine Matte und so, ja. Ich meine, die sind ja durchaus schon im stänkerfähigen Alter, Bei mir aber schon, ja. kennst du ja, Ja. ne? seit ungefähr 4 Monaten oder so, also seit dem Sommer, ist das einfach so, ah ja, na, die macht Yoga. Daniela, ich feiere dich so dermaßen gerade ab. Du bist einfach der Burner. Und das können wir wirklich mal als Vorbild nehmen. Ich mache ja auch regelmäßig Yoga. Jeden Tag. Ja, weißt du, ich will da jetzt auch niemanden stressen. Ja, das ist ja jetzt Nö, irgendwie ich überlege nur gerade, nein, es geht kein ja immer Must. darum, Daniela, Wege zu finden. Und jetzt überlege ich gerade, wenn ich mir meinen Tag heute angucke. Also morgens geht es einfach bei uns nicht. Ich hätte es heute machen können zwischen der einen Beratung und der anderen. Dann hätte ich natürlich die E-Mail für morgen nicht. Weißt du, meine Assistentin möchte ja auch Ja. Feierabend haben. Das ging also nicht. Jetzt komme ich gleich nach Hause und mein Sohn ist jetzt immer 50-50, ne? Also der ist jetzt immer eine Woche bei seinem Papa und eine Woche bei uns. Der ist seit heute da. Was willst du auch machen? Wahrscheinlich sitzen die eh vor der Glotze. Dann lass mich doch ganz kurz die Matte ausrollen. Ich mache drei Ja. Übungen. Ja, um Weißt das du? geht's ja, ne? Leck mich fett. Genau das mache ich. Leute, heute Abend Matte ausrollen, drei Übungen. Das schaffen wir. Ja. Ja, und ich sage dir eins, ich war ja so erkältet letzte Woche, konnte ich ja gar nichts machen. Ja, da kann man den Kopf nicht runtergeben, Na, ne? und das war wie, ich war so schlapp, ich war ein bisschen Ja. Fieber und so. Und dann habe ich am Samstag zum ersten Mal wieder 15 Minuten gemacht. So mein Lieblingsprogramm da, 15 Minuten. Ich habe richtig Muskelkater gehabt am nächsten Tag von diesen 15 Ja, Minuten. es ist ja nicht nichts, ne? Nein, wirklich Ich bin nicht. drauf gekommen, dass ich ganz andere Muskeln habe als die, die ich zu haben glaubte, weil na, ich mache immer irgendwie ein bisschen Sport. Ja, es Ja. ist seit vielen Jahren immer irgendwie und ich habe relativ schnell einen Muskelaufbau und den beneidet mein Mann mich, weil er sagte mir, man muss 5 Monate ins Fitnessstudio gehen und ich mache 5 Liegestütze und habe Ah, so, ja. 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 Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich so an so feinen Aha, Linien merkt man das aha. dann, ja. Genau. Manchmal auch in den Und Händen. Ich habe das sogar ja, vom Yoga überall manchmal in den Händen. an den Füßen auch, also an ja unten an den Füßen und an den Schienbeinen. Also es sind wirklich, das sind diese feinen Muskelstränge, die man da wirklich. Da schreibt gerade, jemand hat drei Übungen mit zwei Dreijährigen gemacht. Also die kriegt überhaupt eine Medaille von Ja. uns. Genau. Da wollte ich sowieso gleich mal drauf kommen. Ja. Also, du hast ja gesagt, Punkt 1, Selbstfürsorge, war jetzt dein eigenes Büro. Das kann ich übrigens bestätigen. Ich habe ja auch zum ersten Mal in meinem Leben wirklich ein eigenes Büro, jetzt seit einem Jahr nur schon dreimal umgezogen, das passende Büro zu finden, auch manchmal eine Herausforderung sein kann. Ich möchte nie wieder zurück nach Hause, zu Hause arbeiten. Und das mit dem Yoga gehe ich auch mit. Nur wir wollen ja zwischen Selbstfürsorge und Kidsfürsorge. Und sag mal, jetzt, manche haben ja auch, können nur zu Hause arbeiten, die haben jetzt nicht den Luxus, dass sie ein eigenes Büro haben, sondern dann ist Lockdown und du arbeitest zu Hause. Finde ich trotzdem wichtig, wenn wir deinen ersten Punkt nehmen, dass sie sagen, ich richte mir den Umständen entsprechend meinen Büroraum ein. Und wenn ihr nur zwei Zimmer habt, wie Daniela es gemacht hat, mit so einem Paravent, dass auch die Kinder sehen, dass das ein extra Bereich ist und das Ja. braucht natürlich eine gewisse Begleitung und auch eine Bestimmtheit von dir. Ja, Ja, das das braucht vor jetzt. allem eine Vorbereitung. Deine Vorbereitung Also, und dieses jetzt gehe ich zur Arbeit. Ja, also genau. ich dann pack halt deine Tasche und geh da ins Büro 3 Meter weiter. So, weißt du? Ja. Und dann komm auch von der Arbeit wieder nach Hause. Natürlich braucht das sehr viel Vorbereitung. Was ist das jetzt? Wie können wir das gestalten? Was heißt das überhaupt? Ja. Nur wir brauchen einfach, die Selbstfürsorge ist das A und O. Das wird sich auch nie ändern, Leute. Und gerade in die speziellen Situationen finde ich sie ja nochmal wichtiger, damit wir bei uns bleiben. Natürlich sind auch die Kinder da, da kommen wir später nochmal zu. Nur die Kinder lernen ja durch uns, dass es erstmal wichtig ist, sich um sich zu kümmern, wie das geht. Und wenn du wirklich dafür einstehst und die Haltung hast und sie dabei begleitest, wie sie das schaffen können, dann läuft das, also das funktioniert. Ja, Ja, das ist das. ja das Schöne daran, dass das nicht nur einseitig ist und das ist auch, wenn ich jetzt kurz eine Werbeeinschaltung machen darf. Achtung, ja, Ich Werbung, Werbung. habe Werbung. Ich habe gerade mit der Linda zusammen wieder ein Buch geschrieben. Das heißt Self-Care für Self-Care für Mamas. Mamas. Ich weiß. Check it Und out.
Wenn man es ganz genau betrachtet, ist es doch ein Erziehungsratgeber. Und zwar deshalb, weil wenn wir es schaffen, gut auf uns zu schauen, dann ist es ja nicht nur so, dass wir jetzt als Person, ich meine, es gilt natürlich auch für Papas, aber am Ende ist oft die Frau die, die halt den meisten Ding zu tragen hat oder zumindest auch mental und so, logistisch. Wenn wir es schaffen, gut auf uns zu schauen, haben wir nicht nur mehr zu geben jetzt im Moment. Also wir sind geduldiger, gelassener, wir keifen und meckern weniger, sondern wir sind auch 100% jeden Tag Vorbild. Immer. Wie geht das in unserer Zeit? Also das ist nämlich, wenn man so zurückdenkt, und wir haben ja in der Recherche da viele Monate und Wochen vorher schon verbracht und überlegt, wie ging das früher bei unseren Eltern? Und wir wissen es nicht, weil wir haben kein Vorbild. Also ich hatte kein Vorbild in der Hinsicht, weil Oh, ich überlege vor gerade. 35 Jahren war die Welt noch nicht so schnell und es gab die Anforderungen nicht. Wir haben woanders gelebt. Es gab andere Herausforderungen. Aber als Working Mom im heutzutage, was wir darunter verstehen, hatte ich kein Vorbild und das versuche ich jetzt irgendwie zu leben. Es gelingt mir ja eh so manchmal, würde ich sagen. Mal besser, Also mal ich bin schlechter, auf das ist meiner halt, Reise, ja, genau. aber ja. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Ne? Es ist ja eben, es ist ja, hat ja in dem Fall nichts mit Egoismus zu tun, wenn ich mir jetzt ein Büro gönne oder irgendwas gönne, was mir gut tut, weil in Wahrheit fühle ich ja nur etwas in meinen Tank, um dann mehr Genau. zu geben. Ne? Ja. Ja, ich habe auch dieses zur Arbeit zu gehen richtig gelernt. Ne? Ich dachte mal, ich schaffe zu Hause mehr, ich schaffe halt im Büro auch wesentlich mehr, weil ich viel fokussierter sind, ne, bin. Und das auch mit dem Yoga, wo jetzt die eine Mama schreibt, ich habe heute mit zwei oder drei Kindern drei Yoga-Übungen gemacht, also ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Auch das, so ein Prozess, ja, dieses Yoga machen heißt nicht, dass ich, du, das heißt nicht, du musst jetzt eine halbe Stunde was machen und komplett alleine, wenn die Kinder dabei sind, also gestern zum Beispiel. Wir sind sonntags meistens bei meinen Eltern, die kochen dann und da nehme ich immer meine Yogasachen mit. Meine Mutter hat ja alles da, Matte und Klotz und so weiter. Und das ist schon, das ist ein unausgesprochenes Gesetz mittlerweile. Ich mache auf jeden Fall Yoga, wenn ich da bin, weil ich meine, wenn nicht, dann wann dann? Ja. Ja, weil da sind ja mehrere Erwachsene da. Und gestern hatte meine Tochter offensichtlich überhaupt kein Interesse, dass weder Oma noch Opa sich um sie kümmert. Und sie kann kommen. Ich sage ja auch, du kannst jederzeit kommen. Das Einzige ist, ich mache halt weiter. Also ich mache mein Genau. Ding weiter, es sei denn irgendwie, sie hat sich den Finger geschnitten oder so. Steht Ja. natürlich außer Frage. So, und was hat die? Und dann hat sie gesagt, ja, ich mache heute auch Yoga. Ich habe gesagt, du, der Oma hat noch eine Matte und dann hat sie sich die geholt. Ich meine, die ist 4,5. Und dann hat sie da ewig diese Matte. Ich habe einfach weitergemacht. Und irgendwann Ja, gucke ich eben. hoch, da war sie da irgendwie und machte hier da so. Das hat sie irgendwie 3 Minuten. Mir war schon klar, sie macht das jetzt nicht die ganze halbe Stunde mit. Dann hat sie aufgehört und ist rausgegangen und hat dann mit dem Opa gespielt. Also diese Freiheit auch zu haben, die Kinder Ja. können da ja auch mitturnen. Manchmal sitzt sie auch unter mir, wenn es mich dann arg stört, sage ich, geh zur Seite, damit ich meine Übung machen kann. Du kannst ja gleichzeitig bei mir sein. Also auch diese Offenheit dafür zu haben, Selbstfürsorge kann auch mit Kindern passieren. Ja. Muss nicht immer ohne Kinder sein. Ja, ich mache es dann auch manchmal so, dass ich ihnen aussuchen lasse, was ich machen soll. Also Oho. ich mache es mit einem YouTube-Kanal Ja. und dann scrollen sie da durch, dann geht schon mal um die Screentime, die sie sich extra rausholen, ja, ein paar Minuten, da geht es um Sekunden. Ja, ich weiß. Und dann suchen sie sich das aus und dann quasi drücken sie mir vor, Tatsächlich, ja. nein, heute muss Das ich das käme machen. für mich nicht in Frage, Daniela. Na wart, Ich übermorgen. möchte mir mein Video selber aussuchen. Weil ich ja mein Video auch immer zyklusentsprechend. Mittlerweile mache ich ja zyklusentsprechend Ja, Phasen, stimmt. bestimmte Stile. Und da wischt mir meine Tochter nicht drin rum, du. Da habe ich nachher in der schwarzen Phase habe ich da irgendwie hier Jewamukti oder so. Nee. Also hast du noch einen dritten Punkt auf deiner Selbstfürsorge seit Corona? Seit Corona, es wird immer deutlicher seit Corona, würde ich sagen, weil wir viel eingeschränkter sind und viel, viel, ja, wir müssen uns eigentlich auch mit uns selbst beschäftigen. Und ich finde, eine ganz wichtige Sache ist überhaupt, dass sich mit sich selbst beschäftigen. Wer bin ich? Was brauche ich? Ja. Was will ich? Wo kommt's her? Wo kommt es her? Ja.
Das ist ja nicht das Gleiche wie früher. Vielleicht wollte ich früher ganz was anderes oder vielleicht war ich früher ganz was anderes. Und das kann sich auch von Tag zu Tag ändern oder im Zyklus oder wie auch immer, ja. Und sich diese, ich weiß nicht, wie lange braucht man, 2 Minuten, 20 Sekunden, je nach Tag, zu genehmigen und zu fragen, wo stehe ich heute, was brauche ich heute? Das ist schon Selbstfürsorge und das kann man immer am Klo Ja, oder ja. Also ja, das und das ist ja, Klo gehen ist auch Selbstfürsorge. das In stimmt. Ruhe aufs Klo gehen, ohne sich dabei auch noch zu beeilen. Ja, Weil das ich ist gehe mal nämlich auch ganz nicht gut kurz. für den Beckenboden und für die Blase und für alle Organe, Ja. wenn man da auch noch mit Nachdruck dahinter ist, weil ich meine, außer das Kind ist irgendwo runtergefallen in der Zeit, aber wenn sie so klein sind, nimmt man sie auch oft noch mit. Dann kann man wenigstens dieses Geschäft in Ruhe erledigen, ne? Also ich sage mal, Selbstfürsorge, ne? Wir haben ja auch zwei Podcast-Folgen dazu gemacht. Dazu habt ihr ja auch ein super geniales Buch, die Schimpfdiät, wo ganz viele Strategien drin sind. Also alles im Grunde genommen, was du machst, kann für dich Selbstfürsorge sein, wenn du es mit einer gewissen Achtsamkeit machst. Daran kannst du Ja. dich immer wieder erinnern. Und ich Ja, finde ja, atmen, schreibt wer. Atmen mit einem lachenden Smiley. Ich finde das gar nicht so lustig. Also atmen ist nee, wirklich wichtig. Wir also. atmen oft nur bis hierhin Ja, und weißt du, und wie haben so. geil das ist? Weißt du, wie geil das ist, wenn du bewusst in den Bauch atmest, macht Ja. das drei Atemzüge und du fühlst dich schon viel, viel besser, viel stärker, viel mehr im Hier und Jetzt. Also ich liebe das. Das ist ja, ich meine, durchs Yoga haben wir es sowieso drin, ne? Nur ich habe zum Beispiel gestern mal haben wir einen Spaziergang gemacht und dann bleibe ich bewusst stehen und dann sage ich, guck mal, habe ich zu meiner Tochter gesagt, guck dir mal den Ausblick an mit dem See und den speichern wir jetzt ab in unserem Herzen. Und dann haben wir gesagt, guckst du an, habe ich gesagt, mach Klick aufs Herz und jetzt atmen wir ganz tief Ach, bis in den Bauch. schön. Und das haben wir, glaube ich, fünfmal, weil sie natürlich die Bewegung so geil fand, ne? Macht Klick. Und allein dieses fünfmal Atmen, allein dies zu spüren, du kannst mal machen, die Hände an die Rippen zu legen und mal so zu atmen, dass der Atem hier hingeht. Dann machst du es Ja. an den Bauch, bis der Bauch ganz dick wird. Dann machst du Ja. es mal hinten, atmest mal nach hinten. Also im Grunde genommen kannst du ja atmen, den ganzen Rumpf, alles, ja. Also, ich liebe das. Das ist irgendwie das Geilste. Und das kannst du auch mit Kindern machen. Hast ja gerade gesehen. Also, gehört. Ja. Ja. Und dann könnte ich ja auch kurz eine Werbung einschmeißen. Ich habe nämlich gemerkt, dass gerade durch diese Situation, und dann habe ich ja den Online-Kurs gemacht, als Corona anfing. Also, da war schon auch, habe ich mir selbst, war halt auf einmal so ein großer Druck da, obwohl ich mein eigenes Büro habe. Kann ich ja hier trotz Corona machen. Ne? Dass ich gemerkt habe, dass halt so Verhaltensmuster wieder hochkamen, die ich eigentlich durch meinen Sohn, der ja jetzt 13 wird, schon längst eigentlich ad acta gelegt hatte. Dann dachte ich Okay. so, Schätzchen, was ist denn eigentlich los? Nun haben wir ja die ganzen Mittel mittlerweile und ich weiß irgendwie, wie es geht. Und habe dann nochmal diese Arbeit mit mir selber, wo so gewisse Sachen herkommen. Und da bin ich gerade auch wieder voll mit drin, dadurch, dass wir ja das Online-Training jetzt auch entwickelt haben, Martina und ich, dieses Ich bin wichtig für die Eigenverantwortung in der Elternschaft. Weil das ist auch dieses, das ist jetzt kein Online-Training für die Selbstfürsorge, wo so Selbstfürsorge draufsteht, sondern es geht wirklich darum, dass du anfängst, wie kann ich mir selber Empathie geben? Das, was du eigentlich gerade meintest, Daniela, ob auf der Toilette oder wann auch immer. Wie kann ich mir selber Empathie geben? Wie oft habe ich Eltern in der Beratung, die sagen, ja, ich brauche halt auch mal Empathie? Ich sage, naja, Fang Bedürfnis, wer bei dir erfüllt? selber an, ne? Ja, niemand anders kann dir jetzt Empathie schenken, mal abgesehen davon, wenn du es dir selber nicht geben kannst, kannst du es von anderen gar nicht empfangen. Das ist wie mit Wertschätzung und Anerkennung auch, ne? Also wer da Bock drauf hat, kommt auf die Warteliste, ist unverbindlich, kriegt dann Prozente. Warte mal, die Warteliste ist offen bis, heute ist Montag, ne? Mhm. Ja, bis nächste Woche Montag. Könnt ihr da noch draufgehen? Ja, klingt super. Und das 2,5 Stunden, wir haben es jetzt verlängert von 2 Stunden auf 2,5 Stunden, weil wir nochmal so ein Konzept entwickelt haben, das Fünf-Säulen-Konzept. Wir haben ja echt so einen Kackhaufen dahingeschissen, kannst du dir gar nicht vorstellen. Also wirklich. Wir konnten nicht aufhören irgendwie, weil, und dann haben wir natürlich selber immer, weißt du hast ja auch gesehen, ich habe hier mein Foto von der kleinen Kati hier stehen und so, ich meine, das habe ich schon ewig hier stehen und dann hat mich letztens hier eine Nachbarin, es hat mich mega getriggert und dann habe ich auch wieder gesagt, okay, was ist das eigentlich für eine Stimme? Sie wollte mir sagen, dass ich was falsch gemacht habe. Ich hätte die zerfleischen können, ja, Oh. also weil das ist bei mir so dieses, ich darf keine Fehler machen. Weil wenn ich Fehler gemacht habe, bei uns gibt es richtig und falsch, gab es früher und mein Vater da einfach sehr extrem. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich wurde mit Ablehnung bestraft.
Ja, also mein Vater hat teilweise eine Woche dann nicht mit mir gesprochen. Ach. Ja, und das sitzt einfach, das ist so krass, Ja. ne? Und Gott sei Dank weiß ich das jetzt. Ich habe mir das alles schon erarbeitet und dann kommt das innerhalb, naja, das habe ich vielleicht, ich habe vielleicht 10 Minuten gebraucht, ja, nach dem Gespräch mit ihr. Ich habe es irgendwie noch mit der gewaltfreien Kommunikation irgendwie noch geschafft, meine Grenze zu zeigen und gleichzeitig irgendwie kein, sie nicht zu zerfleischen, ja. Und auf dem Weg nach Hause habe ich genau diese, habe geguckt, okay, was ist da, was steckt da eigentlich hinter dieses, ja, du darfst keine Fehler machen. Dann habe ich angefangen, mehr Empathie zu geben, nämlich der kleinen Kathi. Sagen, du hast jetzt Angst, dass sie dich nicht mehr mag. Ja, du hast Angst, dass sie jetzt nicht mehr mit dir spricht und du möchtest doch auch, das ist doch okay, so wie du bist und du hast halt, das wusstest du nicht und wie auch immer. Genau, und im Prinzip geht es darum in diesem Training und das finde ich so wichtig zur Selbstfürsorge auch, dieses, was du sagst, sich mit sich zu verbinden und manchmal braucht es ein bisschen. Ne? Es ist eben Ja. nicht immer nur Gefühl und Bedürfnis, hier, zack, mach mal. Manchmal sitzt es halt viel, viel tiefer. Ne? Das stimmt. Also diese ganzen Mann-Sachen, was man nicht alles macht. Ich sollte mich dann immer bei meinem Vater entschuldigen, Daniela. Und dann habe ich mich entschuldigt. Weißt du, was er immer gesagt hat? Dafür kann ich mir jetzt auch keinen Keks mehr kaufen. Ach, oh. Das ist aber schon schon Naja, war sehr halt gewaltvoll, ne? hoch überfordert, sagen wir mal so. Na Ja. klar. Also ich vertrete ja die These, auch wenn sie vielfach und lautstark immer wieder versucht wird zu widerlegen. Aber ich bin der Meinung, dass auch unsere Eltern immer das Beste gemacht haben oder Auf gegeben jeden haben, Fall. dass sie gerade konnten. Und das war halt nicht immer in dem Sinne, wo wir das jetzt verstehen, ne? Ich bin ganz bei dir, da auch unsere Eltern, also ich sag mal so, Daniela, wer weiß, was unsere Kinder später für Prozesse durchlaufen, Genau. wo wir die quasi die Auslöser waren. Also mein Vater ist ja jetzt auch nicht schuld, weißt du? Es ist auch immer die Frage, was bin ich für ein Mensch und was nehme ich auf und wie gehe ich damit um? Du hättest Genau. das vielleicht genauso erlebt und bei dir wäre das gar nicht hängen geblieben. Ja, Also das ist ja. ja, ne, immer sehr individuell. Und auch wir, also das ist ja auch, sag ich mal, der Job als Eltern, eben auch Dinge zu machen, die dem einen Individuum, deinem Kind vielleicht nicht so passen, weil daran kann dein Kind auch wachsen. Du bist ja da. Also mein Vater ist ja trotzdem da, weißt du, und wir haben das heute alles aufgearbeitet. Ich bin so gespannt, Daniela, was mir meine Kinder später von Latz knallen, worüber wir dann reden dürfen. Ja, ich Ja, auch. super spannend. Also da werde ich auch noch mal viel dazulernen. Ja, klar. Ich meine, wir sind, ich schon dreimal nicht. Ich habe ja das alles irgendwie nicht durch Ausbildung, sondern eher nur so im Schnelldurchlauf quasi genossen. Wo meine Fehlerquellen liegen, oder wo meine Fehler liegen, das weiß ich natürlich und ich ertappe mich dann selber dabei oder ich merke es halt und sprich dann halt auch drüber. Aber das ist zum Beispiel etwas, das immer wieder auch gut ankommt bei den Kindern, weil natürlich dann ist irgendwie Streit und Dings und alles Chaos und hinterher auch so offen zu sein und zu sagen, ich konnte nicht besser. Es Ja, ging in dem Moment nicht besser, ja. weil Was habe ich Wolf ge oder Ja, so, Wolf, gestern war auch der Wolf bei mir zu Gast. Oh. Er hatte ich gar nicht eingeladen, da kam der einfach. ne? Da habe ich dann abends zu meiner Tochter auch Anfang violette Phase, ne? Die geht bei mir übrigens fast 2 Wochen, Daniela. Wow. Ja, also da möchte ich dringend noch mal was dran ändern. Ne? 2 Wochen violette Phase. Ich weiß nicht, Leute, ob ihr genau wisst, worüber wir sprechen. Das ist auf jeden Fall im Zyklus. Das ist so dieser Hausdrachen. Wenn wir mal so sagen. Ne? Also Anfang violette Phase und dann knallt's manchmal und dann war der Wolf da und dann habe ich echt dann gesagt, ey, weißt du was, ich pack das hier nicht mehr. Mir reicht's. Ich pack das nicht mehr. Und geh ins andere Zimmer. Dann denke ich schon, während ich gehe, was machst du denn da? Also wieder zurück. Ich sage, bitte verzeih. Ich atme jetzt einmal ein, wieder aus. Natürlich bin ich für dich da. Wir kriegen das hin. Aber es war wirklich so dieses, ja, und dann nachher hingehen. Na, und das ist ja auch, das ist einmal Selbstfürsorge, sich um dich zu kümmern, wo kommt's her? Und Fürsorge fürs Kind, dass du dann dass du wieder präsent fürs Kind da bist. Ja. Also, ja. Ja, ich Also, meine, wir haben es ja eh in der Anlage und jeder kennt die Bedeutung der Worte und so. Ich glaube, man sollte es nur versuchen, irgendwo in ein Gleichgewicht zu bringen, weil wir Mütter jetzt im Speziellen oder Eltern sind ja natürlich darauf gepolt, sobald das Baby auf der Welt ist, dass man mal zu 100% nur gibt, logischerweise, weil das Wesen ja nicht allein kann. Aber dann muss man irgendwann versuchen, diesen
Weg zu Switch. finden, dass es eben auf einer gleichwertigen oder auf Augenhöhe im Prinzip stattfinden kann. Ich brauche was, du brauchst was. Wie finden wir eine Lösung? Ne? Genau. Und das ist ja auch, wenn wir sagen, zwischen Selbstfürsorge und Kidsfürsorge, finde ich so spannend, weil ich habe überlegt, ne, wir hatten ja diese zwei Sachen uns kurz abgesprochen, habe überlegt, was kann ich noch vorschlagen? Weil ich finde ja, ein zwischen Selbstfürsorge und Kidsfürsorge gibt es für mich gar nicht, weil die Selbstfürsorge für mich an erster Stelle steht, weil dadurch kann ich die Frau, die Mama sein, die ich sein möchte, immer wieder, Selbstfürsorge ist jeden Tag 24 Stunden zu sieben, läuft das Programm. Weil immer wieder neue unerfüllte Bedürfnisse da sind. Was kann ich für mich tun? Und wenn ich automatisch in der Selbstfürsorge bin, kümmere ich mich automatisch schon um meine Kinder. Genau. Weil ich bei mir bin, ich den Kindern was vorlebe. Und ich kann ja, wenn ich mit mir, also ich sag mal, wenn ich mit mir weitestgehend im Gleichgewicht bin, was auf jeden Fall eine Herausforderung ist, mal mehr, mal weniger, das gebe ich zu, kann ich ja auch viel leichter auch die Bedürfnisse der Kinder erkennen. Und dann auch mit Leichtigkeit erfüllen. Ich habe ja auch so viele Eltern dann in der Beratung heute ja Beratungstag gehabt. Leichtigkeit. Ja, ich brauche Leichtigkeit. Ja, so viele Eltern brauchen Leichtigkeit, wo ich immer sage, ey, diese Leichtigkeit fängt bei dir an. Ja, trau Ja. dich, dir es leicht zu machen, ne? Ja, du darfst es dir leicht machen. Du darfst auch Dinge fünfe gerade sein lassen. Ja. Ja. Und du musst nicht jeden Kampf kämpfen. Du kannst auch sagen, nee, heute kämpfe ich nicht. Meine ich. Ich sitze hier. Mach nicht mit. Ich warte einfach. Du bist ja da. Weißt du? Genau. Wir machen das jetzt hier. Und dann heute Mein einer Mann hier. hat heute was gesagt, das war Was eigentlich, ist? es muss ich jetzt sagen, er hört, glaube ich, eh nicht zu, sonst killt er mich wahrscheinlich. Das war wirklich das Statement, ich sage es ganz leise, das Statement zum Tag. Sagt er zu mir, weißt du was, wenn ich auf diese ganz argen Dramen unserer Großen nicht einsteige, Ja. dann sind sie auch schnell wieder weg. Ja, dann sind sie gar nicht so Und ich groß. so, das ist eine super Erkenntnis, die ermutigt zum Weitermachen, oder? Hey, ja, Geh schon schon mal. zum Kühlschrank und hol mir Rosé, wenn ich das feiern muss. Schon mal von gehört, ja. Ja. Du, jeder in seinem Tempo, Daniela. Ja, eh, ist okay, ist okay. Noch hat er das Handtuch nicht geworfen. Ich darf noch in der Wohnung wohnen, ich muss noch nicht im Büro wohnen. Also, Ja, ja. ich sag dir eins, mein Mann hat ja tatsächlich am Wochenende nach einem halben Jahr hat er zugestimmt, dass er bei einer Podcast-Folge mitmacht. Ja, ich hab's gelesen. Weil es war, also ihr könnt euch das nicht vorstellen, dieser Prozess. Und dann kommen die Fragen rein von euch. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, weil vieles davon haben wir, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Ich meine, wir können ja, wir entscheiden ja, welche Fragen wir beantworten oder nicht. Nur ich bin so gespannt drauf, weil das auch, ich glaube, das wird so eine Bereicherung für ihn und mich. Und ich habe mich echt gefragt, es könnte auch danach sein, dass wir getrennte Wege gehen. Also, weil du meinst, er hat noch nicht das Handtuch geschmissen. Vielleicht schmeißt mein Mann dann das Handtuch, oder weißt du was? Auf den Scheiß habe ich jetzt einfach keinen Bock mehr. Hör mir auf. Nein, das wird natürlich so nicht passieren. Nur es könnte, also ich weiß ja, was wir für eine Basis haben, nur nicht, das ist schon teilweise, also da bin ich sehr gespannt, was er auch auf diese Fragen teilweise antwortete. Ich kann ja immer wieder auf Pause drücken. Mep. Wann kommt der Podcast? Na, der kommt, heute ist ja eine neue Folge rausgekommen, heute in 2 Wochen. Okay. Das Gespräch findet also, jetzt ist er gerade total erkältet. Ja, dann lassen wir ihn mal die Nase heilen. Nee, ich mach's im Fieberwahn. Komm, Daniela. Ich mach das trotzdem. Vielleicht kannst du in der Audiospur was abgleichen, damit man es trotzdem verstehen kann oder so. Nee, also wir machen das Interview, glaube ich, dann am Wochenende. Ich bin halt dann voll in der violetten Phase. Naja, ein paar Tote wird es geben. Gut, wird schon gehen. Du, apropos violette Phase, da hat jemand gefragt, wie man die Phasen bestimmt und was das genau ist. Ja. Ja, Möchtest da du oder geht's. möchte ich? Möchte ich. Ich glaube, du möchtest gerade. Nein, mach mal. Wir haben ja beide, wir haben doch denselben Kurs gemacht, oder nicht? Denselben Kurs gemacht, genau. Da geht es um einen Fempower-Workshop, einen sogenannten. Da geht es um das Zykluswissen. Und der Zyklus, der gestaltet sich in vier
Phasen, also nicht ganz gleich lang, aber halt in vier unterschiedliche Phasen, hat auch mit den Mondphasen zu tun. Und diesen Phasen kann man unterschiedliche, wenn ich jetzt sage Befindlichkeiten, dann klingt es eher negativ, aber so Empfindungen und Ich finde schon auch Energie Gemütszustände, und ja, ja, so, also. Gemütszustände, Emotionen, Hochs und Tiefs kann man unterschiedlich zuordnen und merkt man nach einer gewissen Zeit. Also es geht mit Zyklus-Tracking. Und wie man es jetzt dann nennt, so nennt man es halt, aber Du die. kannst auch, die violette Phase ist auch der Herbst. Kannst du auch, also Genau, kannst nach auch mit den Jahreszeiten wird es Jahreszeiten auch arbeiten, eingeteilt. Und da wie du gibt es dann willst. entsprechend auch Lebensmittel, die besser passen und welche, die schlechter Fällt passen. mir Dann so gibt es, schwer, ja. ja, na klar, ist ja nicht Ja. einfach, ne? Und Nee. dann gibt es auch Musik, die passt, oder dann gibt Aha. es Bewegungsarten, es passt dieser Sport nicht immer wie der andere, wie du sagst, bestimmte Yoga-Einheiten, während man die Menstruation hat, passt weniger gut wie andere und so weiter, ne? Genau, und die violette Phase, der Herbst, ist halt das vor der Menstruation. Also, und wenn ich sage, das ist der Hausdrachen, dann wissen, glaube ich, 99,9% der Frauen Bescheid und auch Männer, die dabei sind, ne? Ja, und viele Ja. sagen auch irgendwie PMS dazu oder irgendwie diese Anspannung irgendwo im Körper, das dann so steigt, bis endlich quasi losgelassen werden kann. So haben es auch Interessant. einige beschrieben. Interessant. Ja, Ja. das ist auf jeden Fall eine Phase, wo es Sinn macht, Konflikte auf später zu verschieben. Ja. Also ich würde jetzt, ne? Genau. Lass mal nochmal überlegen. Wir sind ja bei Corona, ne? Selbstfürsorge und Kidsfürsorge. Ich glaube, dass die Selbstfürsorge an erster Stelle steht, haben wir, glaube ich, mehrfach schon gesagt. Ja. Ja, gut. Und was, wir können ja nochmal drüber sprechen, was die Kinder so brauchen, gerade besonders. Ja, die Ne? Kinder brauchen, also ich glaube, die Kinder brauchen Struktur und Halt. Also Dankeschön. das brauchen sie immer. Der so Neben, wie es steht außer Frage, nur ich ja, glaube jetzt im Moment, weil jetzt zum noch Beispiel bei mehr. euch ist ja jetzt auch wieder Lockdown, Ja. kompletter Lockdown. Und die wissen, was auf sie zukommt. Das ist ein bisschen gut, aber es ist auch ein bisschen scheiße, wenn ich jetzt auch so schier sprechen darf, weil Ja, je die bei mir wissen immer. ganz genau, meine Großmutter hat gesagt, was soll ich mich jetzt auf irgendwas überhaupt noch freuen? Ich bin wieder die, die überhaupt niemand sehen kann. Und die ist jetzt mit ihren 9,5, die ist einfach Gott sei Dank digital noch nicht so vernetzt, dass sie den ganzen Tag vor dem Gerät hängt, weil 7000 Chats auf sie einströmen. Furchtbar. Aber mit 9,5 können die auch noch nicht so richtig telefonieren, habe ich den Eindruck. Also ja, Ja. das geht noch nicht so flüssig im Gespräch. Das ist mehr so ein Ja-Nein-Antwortspiel. Und Freunde treffen ist einfach nicht. Und wir haben sie halt irgendwie versucht zu erklären, dass es dieses Mal nur 3 Wochen sind. Naja. Und Das halt mit verschiedensten, ich habe heute den halben Laden ausgekauft, wir haben Bastelmaterial für 12 Wochen. Aber Ach wenn wir Gott. irgendwie versuchen, dann doch Ja, ja, und Programm auch anzubieten, das ein bisschen über das Normale hinausgeht und da liegt bei mir die Latte selbst gelegt, leider relativ hoch. wir wissen, du bist ja ein Bastelfreak, wenn ich das so Ja, aber sagen das darf. wissen sie auch und deswegen muss ich da halt jetzt noch mehr ran. Aber ich lasse auch die Kamera mitlaufen, damit die anderen auch was davon Ja, wunderbar. Da freuen wir uns drauf. haben. Also du hast jetzt gesagt Struktur, genau, und diesen Halt. Ich finde ja auch Orientierung, wenn du sagst zum Beispiel, es ist nur 3 Wochen, dann auch würde sich ja auch, um eine Orientierung zu haben, so ein Abrisskalender. Du arbeitest ja sowieso mit deinem Kalender aus Ich deinem wollte gerade Blog. sagen, ich breche es runter auf einen Tag, weil die Ja. Kleine natürlich die Wochen noch nicht Nee, nee, fassen nee. kann. Nee, ich meine Aber so ein Abriss. Du kannst ja einfach sagen, so viele Tage sind's, ja, kannst da jeden habe ich Tag auch was ein. Cooles dazu am Blog. Da habe Ah ich ja. mal so Papierschleifen gemacht, die so Ja. ineinander gehen. Ah ja. Und die können selber basteln. Also immer so 5 cm Papierstreifen zusammenkleben und wie so eine Gliederkette. Aha. So Ja. abwechseln, kannst du das vorstellen? Ja. Ja, Ich und jeden versuch's. Tag reist man, also so viele Tage halt die Ach so, Wartezeit ja. dauert. Wir haben Genau. das damals gemacht als Abkürzung der Wartezeit bis zum ersten Schultag. Ja. Weil sie es in den Ferien nicht mehr fassen konnte, wie lange dauert das jetzt noch, bis ich Nee. endlich in die Schule kann, Genau. also bis ich endlich ein Schulkind bin. Und da gab es dann, ich glaube, wir haben 50 gemacht oder so, das hing durch die ganze Woche. Aber wenn man es jetzt runterbricht auf 3 Wochen, dann sind das 21 oder 23 Tage, keine Ahnung, je nachdem, wie die Wochentage sind. Und jeden Tag reißen sie eins wieder ab.
Und dann wird diese Schlange, kann man eine Schlange vorne drauf machen oder was auch immer, dann wird das kürzer. Und Sie haben vorher schon eine Beschäftigung, das zu machen. Wir beschäftigen uns mit der Zeit. Sie lernen ordentlich zählen weiter hinaus und Sie können das jeden Tag machen, also das Prinzip vom Adventkalender quasi. Ja, das gefällt mir sehr. Bei dir fällt das Ganze halt wesentlich kreativer aus als bei mir. Ich halt einfach so eine Art. Du kannst doch Striche an die Wand malen. Ja, ich gucke mir das mal auf deinem Blog an, ob das, ob ich in der Lage bin, das zu basteln. Doch, Kathi, das kannst ja, du. Ja, ja. Und dann auch ein wichtiges Bedürfnis, gerade jetzt bei euch da auch im Lockdown, ist ja auch die Bewegung. Ne? Ja. Also einfach zu gucken, wie können wir das den Kindern geben, obwohl jetzt, ich habe ja gelesen, jetzt überlegen sie doch wieder öffentliche Plätze, also Spielplätze und Sportstätten auch zu schließen. Ne? Wo habe ich das heute gelesen? Ich weiß gar nicht. Ja, ich meine, dass die Spielplätze offen bleiben und die Parks. Okay. Da aber ich halt bin mir nicht ganz sicher, weil ich bin ein bisschen eine Luxusgöre und wir haben einen Garten. Ja, das ist natürlich von Vorteil. Wir haben, wisst ihr jetzt auch. Beziehungsweise wohnen wir in einer Kleinstadt, also ich wohne nicht in Wien, was die Lage natürlich einfacher macht, weil ich nicht, wenn ich rausgehe, sofort wieder in der nächsten Häuserschlucht stehe, sondern wenn ich nur um unser Eck herumgehe, dann kann ich mich entscheiden, ob ich auf die linke oder auf die rechte Wiese gehe. Also das ist wirklich Wir haben ja, ich wohne ja mitten in der Stadt, wir haben auch einen Garten in ganz klein und wir haben dann ja wirklich ein Trampolin angeschafft und eine Schaukel installiert. Ja, also genau. So an einem einfach nur keine, wir haben keinen Platz für eine riesen Schaukel. Also auch da jetzt kreativ zu werden, wenn wir beide zwei jetzt sagen, wir haben einen Garten. Es gibt natürlich ganz viele Menschen, die keinen Garten haben. Ja, aber eine kleine Schaukel passt vielleicht sogar in die Wohnung rein. Hatte ich früher auch eine Schaukel für meinen Sohn und dann gibt es ja auch so Hula-Hoop-Reifen Matratzen, oder Hula-Hoop-Reifen und dann wirklich auch, was du meinst mit Struktur, ja. Wenn ich die Kinder zu Hause habe, ich würde mir wirklich so einen Tagesplan, also wann machen wir was und das wie mit deinem Kalender auch anzeichnen. Und weißt du, was daran ganz wichtig war? Das ist ja schon aus dem ersten Lockdown, das habe ich jetzt nur wieder neu aufgehängt. Also wir haben es gestern gebastelt in Gold für Weihnachten. Wir haben ein bisschen draufgehauen. Wir haben das gemeinsam erstellt. Ja. Weil am Anfang war natürlich, nein, wir sind doch nicht in der Schule und das machen wir nicht und ein Zeitplan sicher nicht. Und dann haben wir das aber so, ja, sicher nicht. Ich meine, grundsätzlich ist einmal alles nein. Ja? Also ich möchte nur klarstellen, dass es mir auch nicht anders geht wie allen anderen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Dieses grundsätzlich, ich bin anderer Form. Dieses grundsätzlich strategisch erstmal Nein sagen, hatte ich mit meinem Mann auch erst am Wochenende, weil wir über unsere Tochter sprachen, weil er den Eindruck hat, sie ist einfach kategorisch, ist einfach alles Nein. Ne? Also das ist einfach auch, das ist Programm. Ne? Kategorisch oder kategorisch? Kategorisch. Okay. Ne? Maike hat ja mal gesagt, es ist die, was hast du gesagt, Maike? Gewaltfreie Kati, was hat sie gesagt? Kati-Kommunikation? Ach, egal. Ich weiß es nicht mehr. Irgendein geiles Wortspiel hatte sie. Lass uns den Faden zurückspinnen. Also, es war alles nein. Sie machen keine Zeitpläne und nichts. Dann haben wir irgendwie halt herausgefunden, das einzig Gute daran, wenn es was Gutes daran gibt, ist, wir müssen in der Früh nicht so früh aufstehen. Aha. Der Wecker läutet eine Stunde später und damit sind wir alle vier gechillter. Wir sind alle vier keine Morgenmenschen. Ja, Wahnsinn, oder? Der nächste gute Punkt ist, wir können gemeinsam frühstücken, weil bei uns hat niemand um 6.20 Uhr Hunger. Aha. Sondern erst ein bisschen später, wenn wir halt ein bisschen in Bewegung schon sind oder zumindest aufrechten Ganges. Ja. Das heißt, wir können auch noch uns gemeinsam zum Tisch setzen und damit haben wir den Zeitplan schon bestimmt, weil damit fängt es an, dass um 8 Uhr Frühstück ist. Das heißt, ihr habt auch gemeinsam bei der Gestaltung rausgefunden, was es auch für Vorteile hat für eure Familie. Ja, und es waren nicht viele, aber es waren, es ist traurig und es ist bitter, aber zumindest muss man nicht zu früh raus. Und um 8 gibt es Frühstück. Und dann räumt jeder seinen Teller, die haben das jetzt auch endlich intus, ja, räumt jeder seinen Teller in die Küche. Und dann stehen am Tisch Äpfel und Nüsse oder Karotten. Ja. Für den Fall, dass irgendjemand kurz vor dem Hungertod schon so auf der Tischkante hängt. Also es gibt immer was zu essen. Ja. Aber Mittagessen tun wir wieder gemeinsam und zwar wirklich erst zu Mittag. Weil sonst ist die ganze Zeit... Mama, Hunger, Mama, ich mag was. Und genau. Mama. Und die können jetzt einfach hingehen und sich selbst nicht Naschereien, aber halt Nüsse und Äpfel und so nehmen. Und damit stand fest, dass das Mittagessen um 12.30 Uhr ist. Naja, siehst du?
Guck mal. Und dann haben wir die ersten beiden Uhren schon festgelegt. Und Ja. dann haben wir, ich habe das ja mit so Symbolen geregelt, weil ja die kleinere noch nicht lesen kann oder auch jetzt erst beginnt zu lesen. Und dann haben wir neben das Kochsymbol auch noch das Geschirrabwaschen-Symbol. Praktisch, ja. Ja, weil ich meine, wie komme ich dazu? Ja? Ne, Und ich finde, irgendwie das geht ist ja das. auch wieder sowas mit zwischen Selbstfürsorge und Kidsfürsorge, ne? Wenn ihr da zusammen seid, auch zu gucken, wie kriegen wir es zusammen hin, weil wenn du dann alles machst, dann bist du eben nur noch Frühstück, Küche machen, Mittagessen, Ja, Küche machen, ja, dann noch ja. ein bisschen vielleicht Zeit um nachmittags eine Stunde Programm und dann machst du schon das Abendbrot und dann machst du wieder die Küche. Also Genau, da auch zu genau. gucken, ne? Wer kann Und was übernehmen? dazwischen kriege ich aber dann die Kritik, Mama, du machst nichts mit uns. Ach so, ja. Ja, das wird sicher so laufen, weil wenn ich die ganze Zeit in der Küche stehe, ich habe keine Zeit zu basteln, wenn ich nur am Wischen und am Machen bin. Ja, Kannst du also das nicht entweder. gleichzeitig machen? Das verstehe. Kannst du es nicht gleichzeitig Ich machen? habe nur zwei Arme. Das ist ja also wirklich Daniela. Nee, 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 nee. natürlich nicht, ne? Und auch da noch mal zum Thema Selbstfürsorge, ne? Wenn natürlich gerade die Anforderungen etwas größer sind, auch viele haben ja auch einfach viel mehr Sorgen, ne? Ich habe auch viele jetzt in der Beratung, die einfach super erschöpft sind, Ja, finanzielle klar. Sorgen Ja, haben durch die klar. aktuelle Situation. Auch da wirklich mal zu sagen, okay, ich lege meinen Fokus anders. Also ein bisschen dieses Fünfe gerade sein lassen, ne? Dann sieht die Wohnung halt jetzt im Moment anders aus, weil ich einen anderen Fokus habe, weil ich kann nicht, wie Daniela gerade meinte, ne? Ich kann halt nicht alles gleichzeitig. Ja. Und dann Weißt du, auch, was bei uns, was bei uns auch gut geholfen oder gut getan hat, eigentlich in der ersten Lockdown-Phase, ist, dass wir auch die Wohnung ein bisschen umgebaut haben. ja. Und zwar gab es so verschiedene Stationen. In dieser Station wird gelesen, in dieser Station wird gebastelt. Aha, Und siehst du? da räumen wir aus dem Wohnzimmer, haben wir die Sachen ein bisschen, wir haben ein sehr, sehr großes Wohnzimmer und der Rest ist recht klein, Ja. ja. Die Sachen ein bisschen zur Seite, da kann sie auch einen Rat schlagen. Aha. Aber wir machen das nicht in jedem Raum, weil sonst irgendwie fällt was Nee. runter oder die Schnipsel vom Papier sind sonst einmal quer durch die Wohnung und ich bin wieder nur am Machen. Ja, Und genau. so haben wir uns das versucht, dass es sah nicht aus wie im IKEA-Katalog, weil ja irgendwie alles anders war. Ist jetzt egal, aber es hat so gut seinen Zweck erfüllt. Und das einzige Kriterium war, dass eine Tür raus auf die Terrasse frei bleibt, damit man sie auch benutzen kann. Aber ja, na, du lachst, sonst müssen wir rundum gehen. Na, und das finde ich so, Aber weißt du, das weißt du, finde ich so so, einfache Sachen, die eben nichts ja. kosten. Ja, ich muss kein neues Klettergerüst installieren in der Wohnung um 2000 Euro oder ich muss nicht die Möbel komplett irgendwie umändern, und sondern einfach mit ein bisschen, ja, runter von Perfektionismus und Total. dorthin schauen, wo Wo braucht wirklich es wer was gerade, ne? braucht, ja. Jetzt sage ich zum Beispiel, Janine schreibt mir, die kenne ich ja auch schon lange, dass sie, die ist Hebamme, die ist 7 Tage im Daueransatz, sie hat eigentlich überhaupt gar keine, Oh, also Struktur Wahnsinn, ist ja. eigentlich gar nicht möglich, ne? Ich meine, solche Ausnahmefälle gibt es natürlich, ne? Das ist natürlich, wenn wir jetzt hier sagen, ja, und dann machst du da ein bisschen in der Wohnung und die weiter, ich meine, da kann jetzt Janine wenig mit anfangen, die ist im Daueinsatz, die muss gucken, dass sie irgendwie ihren Job behalten kann, dass sie die Frauen begleitet kriegt und sich an alle Regeln Ja. hält, die gerade dran sind. Was wir Ja, der natürlich immer. Gesundheitsbereich, die Leute, die jetzt im Gesundheitsbereich arbeiten, das ist wirklich Hut ab und mein allergrößter Dank und meine überaus größte Anerkennung, die ich irgendjemandem geben kann, weil die psychische und physische Ja. Belastung, die Leute jetzt durchmachen, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. Nee. Und da bin ich, also weißt du, ich möchte jetzt auch gar nicht so einen Druck ausüben, wenn ich jetzt das von Janine lese. Sie ist jetzt da ja auch nicht alleine. Es gibt ja auch noch andere Menschen, die in dieser Extremsituation sind, im Vergleich jetzt zu unserer. Einfach nur diesen Impuls mitzugeben, hey, komm, ihr für euch in eurer Familie, setzt euch zusammen, so wie Daniela das jetzt zum Beispiel auch gemacht hat. Die Kinder sind schon ein bisschen älter. Wenn ihr kleinere Kinder habt, guckt, ne, dass dann eher Mama und Papa auch Entscheidungen treffen. Nur guckt bitte, was ist gerade aktuell was sind gerade die wichtigsten Bedürfnisse und wie können wir uns das gegenseitig erfüllen? Also wenn Janine im Dauereinsatz ist, dann braucht sie halt irgendwie ansatzweise ein Fünkchen von Entspannung. Ja, dann Ja. eben drauf, dann macht sie bitte keine Wäsche und dann macht sie eben nicht noch irgendwie was zu Hause. Also wie kann das aufgeteilt werden? Also die Familie mit ins Boot zu holen. Und ich glaube, das war auch das, was deinen Kindern am Ende dann auch so gut gefallen hat. Erst war so irgendwie, nee, und wir sind hier ja nicht in der Schule. Und dann zu sehen, ey, wir sind eine Familie, ihr könnt mitgestalten.
Also wir können gemeinsam überlegen, wie sieht unser Alltag jetzt die nächsten 3 Wochen aus? Ja. Und es ist keineswegs so, weil irgendjemand fragt, wie die da mitmachen und wie man die dazu bringt, da mitzumachen. Man bringt sie nicht dazu mitzumachen. Es geht irgendwie mit Klarheit in der Sprache und mit einfach, also ich musste es auch konsequent in der Ansage machen, weil damals ja das Büro quasi im Wohnzimmer war und ich muss einfach Geld verdienen. Also ich Ja. muss ganz normal arbeiten, wie jeder andere auch. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich kurz, du musst nicht, aber du möchtest arbeiten, weil du finanzielle Sicherheit und du kümmerst dich auch um die Familie. Du weißt ja, mit dem Müssen habe ich es ja so ein bisschen. Ja, Ja. stimmt. Entschuldigen Du Sie. kann, nein, du kannst das ja gerne sagen. Nur, ich wollte noch einen kurzen Impuls geben, wenn ich darf. Ja, Also, darfst du ne, immer. du möchtest arbeiten und möchtest ja auch arbeiten, weil also deine Arbeit macht dir ja auch Spaß. Da haben wir ja am Anfang Ja, vom Live und auch drüber gesprochen. ich hab halt in dem Moment, also das war ja weniger vorauszusehen, wie dieses Mal tatsächlich auch Verpflichtungen, die ich vorher schon Ja. eingegangen bin, die es auch abzuschließen galt, weniger jetzt was Neues noch dazu zu nehmen. Ja. Und ich meine, dass mir da die klare Sprache geholfen hat dabei. Und die Tatsache natürlich, dass mein Mann auch im Homeoffice war, sodass wir uns zumindest bei so heiklen, ich muss jetzt 3 Stunden, ich darf, will, soll, das war wirklich eine Verpflichtung, 3 Stunden Zoom, Konferenz, da ist einfach mit Geräuschkulisse halt schwierig, Nee, ne? Und ja. das geht nur, wenn man wen hat, der halt dann die Kinder mit rausnimmt oder. Ja, Ja. und ich glaube, das ist sehr individuell, wie die Familien da jetzt klarkommen. Mir ist auch natürlich extrem wichtig, wie du auch jetzt mit deiner Tochter gesagt hast, mit den Freunden, ne? Die kann jetzt irgendwie noch nicht so richtig telefonieren. Was, ne? Wir können die Situation ja nicht ändern und wir können sie auch nicht wegmachen oder so. Und diese Kinder auch mit der Frustration oder mit der Trauer, die bei jedem unterschiedlich aufkommen, eben dann auch zu begleiten. Wir müssen die nicht wegmachen. Die Kinder dürfen da traurig sein, die dürfen das doof finden, die dürfen ihre Freunde vermissen. Ich weiß, dass uns das selber, also ne, wenn mein Sohn da irgendwie krass seine Freunde vermisst, das tut mir ja selber mein Herz weh. Ja, Das halte ich ja klar. kaum aus. Ja, nur das ist dann eben unsere Aufgabe, die Kraft zu haben, dass das sein darf. Und wie auch da, wie finden wir Rituale, dass diese Trauer oder dieser Frust gelebt werden darf? Ja, und es ist eine Extremsituation. Also wir hoffen, dass es eine Extremsituation ist für den Moment und nicht weiß ich, wie lange das noch sein kann. Wir leben von Tag zu Tag, würde ich sagen. Ja. Und immer wieder zu gucken, wie Daniela vorhin so schön gesagt hat, ne? Was brauche ich gerade? Es fängt bei dir an. Und zeig deinen Kindern, wie du jeden Tag daran arbeitest und Freude daran hast, dich ins Lot zu bringen. Und damit ist schon so viel geholfen. Ja. Siehst du, jetzt schreibt Janine nämlich, die haben erst vor kurzem zusammen geheult, weil sie die Oma so vermissen. Auch, weißt du, Ja, auch das, klar. ja, lasst es raus. Und natürlich ist das furchtbar, die Kinder leiden zu sehen. Ich habe zum Beispiel gelesen, ne, in den Kuren jetzt, in diesen Mutter-Kind-Kuren, dass teilweise die Leute, die da Betreuer sind oder Therapeuten, die erschöpften Mütter, die da kommen, sie hätten, weiß ich nicht, ewig nicht mehr so erschöpfte Frauen gesehen. Und das ist eben genau dieses zwischen Selbstfürsorge und Kindfürsorge, diese Selbstaufgabe, die dann passiert. Weil wir denken, wir müssen jetzt alles für die Kinder machen und wir müssen jetzt, ihr müsst das alles nicht machen, sondern in erster Linie kümmert euch um euch. Und natürlich, wie auch bei Daniela, dann ändert sich der Rhythmus für die Zeit. Guckt, wie ihr es gemeinsam schaffen Ja. könnt, weil, ey, sonst, ey, das packt doch kein Mensch. Ja, und auch so zu tun, als wenn nichts wäre oder die Kinder dauernd zu beschäftigen. Auch Kinder, wie wir gesagt haben, wenn ich sage, zum Beispiel, ich kommuniziere das ganz klar, es gibt immer eine Zeit, wenn wir auch als Familie zusammen sind, wo ich sage, und das ist jetzt meine Zeit. Ja, Ja. und das haben meine Kinder von Anfang an lernen die das. Und das können Kinder auch immer noch lernen, wenn sie es noch nicht gelernt haben. Dieses Selbstbestimmte für sich kümmern. Das heißt nicht, dass ich die Kinder abschiebe. Ja, sondern ich nehme sie mit und ich zeige ihnen, wie es geht. Nur nicht, ihr habt nicht den Anspruch, perfekt zu sein und dass es euren Kindern jetzt immer gut gehen muss, damit es nicht so schlimm ist. Also das. Nein, ganz im Gegenteil. Ich meine, ich habe halt irgendwie so ein bisschen, ich ziehe dann eine Grenze, wenn es irgendwie ins Brutale abdriftet. Also meine Tochter hat da so ein bisschen die Anwandlung, dass sie dann wirklich mit Dingen um sich wirft oder so, wo ich Ja. wirklich, Okay, kennen ja. wir eh alle, ne? Ja. Wo man einfach aufpassen muss, dass niemand oder nichts zu Schaden kommt. Aber Oh, definitiv.
im Grunde genommen geht es halt dann darum, irgendwelche Strategien zu finden, genau, wie man diese Energie los wird. Also ja, ob genau. Bewegung oder ja, meistens ist es Bewegung oder laut singen oder was auch immer, ja. Irgendwie ein Weg zu finden, von dem sie ihn aber finden kann, ja, weil das Aufoktroyieren bringt ja nichts, ich nee, spüre es ja nicht für sie. Genau. Aber ich bin mir sicher, es wird jeden Tag so einen Moment auch geben. Ja, und es geht auch nicht darum, dass unsere Aufgabe ist, dass es diese Momente nicht gibt, sondern ja, unsere Aufgabe ist, dass wir ihn so begleiten, dass alle heile bleiben, dass alle gesehen und gehört werden. Und ja, das sagt sich so einfach, ne? Ich weiß, das ist eine große Herausforderung. Nur ich finde, das ist jetzt ein wunderbares Beispiel gewesen, wie ihr als Familie da jetzt euch auch zusammengesetzt habt, wie ihr euch strukturiert, wie ihr den Tag anguckt, was brauchen wir alle. Also ja, also bei mir war ja letzte Woche auch dann, ne? Ich bin dann zum Corona-Test, weil bei meinem Sohn in der Schule eine Lehrerin Corona-positiv war. Wenn ein Corona-Test... Ich bin genau in der Zeit krank geworden, da weißt du ja nicht. Ja, also klar. Gehe ich natürlich zum Corona-Test, weil ich will auf gar keinen Fall verantwortlich sein, dass ich es hier irgendwie weitergeschleppt habe. Und in der Zeit, wo ich auf das Ergebnis gewartet habe, hieß es natürlich für alle von jetzt auf gleich zu Hause. Okay, wie gehen wir damit um? Wie machen wir das jetzt, ne? Ich habe Gott sei Dank so einen Test gemacht, den habe ich halt selber bezahlt, weil ich wusste, beim Hausarzt warte ich 3 bis 4 Tage. Habe ich halt selber gezahlt und hatte nach 6 Stunden das Ergebnis, Gott sei Dank. Weil das wäre echt, das sind herausfordernde Situationen, ne? Wenn dann auf einmal, zack, diese Veränderung halt einfach auch, ne? Genau. Siehste, schreiben doch gerade hier, war bei uns gerade so wegen Verdacht in Quarantäne. Ja, so. Das geht, glaube ich, ganz vielen gerade so, ne? Ja. Ach ja, Leute. Kriegen wir noch was Positives raus, Daniela, zum Schluss? Oder ja, ich muss morgen nicht zu früh aufstehen. Ja. Entschuldigung, zu mehr bin ich nicht mehr fähig jetzt. Lass mich noch was. Ich habe noch was. Bitte. Komm. Ja, da mache ich noch ein bisschen Werbung. Und zwar habe ich doch meinen Gratis-Adventskalender. Also, ja, stimmt. Ja. Das habe ich auch noch was, das war das Stichwort. Mach mal fertig. Siehst du, ja. Also ich habe meinen Gratis-Adventskalender. Das ist wichtig, dass jeder, der Bock hat, da mitzumachen, sich wirklich exklusiv dafür anmeldet, weil nur wer dafür angemeldet ist, kriegt dann auch wirklich jeden Tag diese Gratis-Impulse. Und ich freue mich so, weil die sind so schön. Meine Designerin hat, finde ich, das sehr schön gestaltet. Es ist zum Ausdrucken und als Display-Hintergrund. Dann habe ich mir für den 24. nochmal einen obendrauf überlegt. Das habe ich fertig gemacht. Und ach, das ist so ein, naja, das ist halt ein Adventskalender für uns, wisst ihr, für die Selbstfürsorge, für dieses immer wieder in die Haltung zu kommen, worüber Daniela und ich auch gesprochen haben, immer wieder sich bewusst zu machen, ich bin verantwortlich für meine Bedürfnisse. Ich habe versucht, aus verschiedensten Richtungen Impulse zu geben, eine Strategie, eine kleine Aufgabe. An einem anderen Tag ist es einfach nur nochmal ein Bewusstmachen und so. Also mir gefällt er. Finde ich eine super schöne Idee. Ich bin gespannt, wie ihr es optisch umgesetzt habt, ist aber sicher schön. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich weiß nicht mehr, vor 2 oder 3 Jahren am Blog eine Idee gepostet, und zwar ein Wertschätzungs-Adventkalender. Ah ja, stimmt, habe ich bei dir schon gelesen. Ja. Und zwar geht es darum, jemandem anderen oder sich selbst, aber meistens wird es dann der Partner sein oder so, oder auch die Familienmitglieder, einen Adventskalender mit 24 Gründen oder Botschaften zu schenken, warum und wofür man den oder die andere eben. Und das Schöne dabei ist ja auch, Daniela, du musst ja gar nicht von jetzt auf gleich 24 Wertschätzung finden. Du kannst das ja auch immer abends, weißt du, wenn aktuell was passiert ist. Weil ich habe meinem Mann nämlich meinen Adventskalender. Das ist Wahnsinn, oder? Deckt mich da auf ohne Ende. Ja. Ich habe schon 24 Schleifen hingehängt, aber ich habe meinem Mann nicht gesagt, dass in den letzten 18 noch nichts Also ich habe meinem Mann mal einen Adventskalender gemacht, 24 Gründe, warum ich ihn liebe. Ey, ich sag dir ernsthaft, mir ist der Arsch auf Grundeis gelaufen. Ab Grund 6 bin ich ziemlich ins Schwitzen gekommen. Finde mal 24 Gründe. Ich habe sie dann gefunden, ja. Ich fand's mega. Mein Mann hat so mit Adventskalender nicht so. Der empfindet immer, wenn ich dem Adventskalender mache, empfindet er den Druck, dass er das jetzt aufmachen muss, dass er das jetzt toll finden muss, dass er sehr, du willst eigentlich auch einen haben und so. Und deswegen lasse ich es jetzt. Der kriegt einfach keinen mehr, weil wenn der das so für sich so transportiert, jetzt habe ich einen für uns zusammen. Ah, ja. Vielleicht ist das so. Auch wo wir so gegenseitig gucken, was braucht jeder so.
Kann jeder was reinwerfen, Ja, wir werden Bedürfnis? sehen. Das Fazit gibt es am 25. oder? Ja, ob es bei uns noch läuft oder nicht. Genau. Nee. Also auch die Adventszeit, ne, mit dem Weihnachtskram und jetzt mit Corona, macht doch langsam. Daniela hat ganz Genau. tolle Bastelideen auf Instagram hier und auch in deinem Blog. Ja, ich bastel mit ganz viel so Abfall- und Müllsachen. Also wer mit Ja. mir mitbasteln will, der braucht eigentlich nur Schere und Kleberecht für Das mehr. sagst du so Das, leicht, ne? Das ist ja, irgendwie, ja. stimmt. Ja, ich guck noch mal rein. Ich du weißt ja, ich und basteln. Ich lasse mir ja von Daniela basteln. Ich habe Daniela hat mir das Mondmobile gebastelt, weil ich es bei ihr Ja. gesehen habe. Bin ich dir sehr dankbar für. Es hängt Von jetzt Herzen her. nebenan. Mein Ja. hängt da. Ah, oh, schaut mal, ist es schön? Ist es schön, Leute? Das ist der Mond. Der Mondzyklus, weiblicher Zyklus, ihr wisst schon. Genau. Wir sind Mondschwestern alle. Du, liebe Mondschwester, wirst du dieses Video speichern? Die Frage kam, das Ja, heißt. selbstverständlich, es ist schon alles vorbereitet. Ich überlege jetzt nur, ich Super. habe noch mal reingepackt euer Buch, ich habe reingepackt die Warteliste fürs Online-Training und ich habe reingepackt den Adventskalender. Jetzt, was ich noch nicht vorbereitet habe, ist jetzt zum Beispiel dein Kalender, wobei den findet ihr gerade auch. Ist es dein aktueller Post? Nein, Na, der Tagesplaner oder Tagesplaner? Wochenplaner findet man im Blog, ja. Findet Die auf dem kleine Blog? botin.at. So, genau. Und genau, du hast ihn doch auch gepostet gestern, oder nicht? Ja, gestern Ja. auf Instagram, stimmt. Auf Na, meine Instagram ich doch. ist es der aktuelle Post, aber da ist ja kein Link dabei, da kann man ja nicht Ja, das ist immer draufklicken. so blöd. Also geht einfach da auf die, wie heißt das? Linktree wahrscheinlich? Ja, da Linktree? natürlich auch, aber Ja. einfach auf die kleine botin.at. Die Suche wurde Naja. jetzt verbessert und verfeinert nach dem Relaunch. Das findet jetzt alles im Archiv aus 640 Blogposts. Jesus, Maria und Josef, du bist ja irre. Ja, ich bin, ja, Ja, was soll ich ich bin sagen? ja. Seit 2012 hat sich einiges angesammelt. Also ich würde sagen, als Fazit, Daniela, Selbstfürsorge ist das A und O. Kümmert euch um euch und habt Ja. Freude dran. Ich fahre jetzt nach Hause und begrüße meinen Sohn und meinen Mann und werde kurz mitteilen, Leute, gebt mir eine Viertelstunde, ich mache kurz Yoga und dann bin ich für euch da. Sehr gut. Und dann werde ich mich so abfeiern. Du hast ja heute schon Yoga gemacht. Ja, Ja, ich habe was auch die machst Trainingsklamotten noch an, weil ich keine du? Zeit mehr habe, mich umzuziehen. Aber Daniela, ich danke dir so sehr. ich danke dir. Und machen wir denn wenn euer tolles Buch, das kannst du ja gerade vorbestellen, wir machen dann dazu was, ne? Ja, Noch. Ja, ich glaube, das ich ist ein habe irgendwie einen sehr Plan, cooles dass ich Buch. im März wieder nach Berlin fliege. Schauen wir mal. Ne? So. Du weißt ja ansonsten alles online zurzeit, Ja, ne? ich weiß. Na, Ja, ja, ja. ich will. Ja, ich will auch. Komm, komm mal bei uns bei hier. Ja, genau. Okay, Ich schönen danke dir, Abend. ja, ich danke dir für die Idee. Das war nämlich Danielas Idee, dass wir live gehen. Und ich wünsche dir auch einen schönen Abend, Daniela, und hau rein, ne? Wir bleiben in Verbindung. Also sieht's aus, Fräulein. Ciao, ciao. Ciao. So, ihr Lieben. Dann danke ich euch fürs Mitmachen. Es waren, finde ich, unglaublich viele dabei. Und ich liebe es ja immer, mit Daniela zu quatschen. Es ist so amüsant, ne? Und also schreibt es euch nochmal auf. Das Buch von Daniela könnt ihr vorbestellen. Warteliste Online-Training läuft noch bis nächsten Montag. Da kriegt ihr einen exklusiven Rabatt für unser Online-Training. Ich bin wichtig. Da raus aus den alten Mustern, rein in die Selbstliebe. Das Online-Training für mehr Eigenverantwortung in der Elternschaft oder in deiner Elternschaft. Und mein Adventskalender, gratis, alles gratis. Das findet ihr auch in meinem Linktree oder auf meiner Webseite. Also ich habe es versucht, überall hinzupacken, damit keiner sagen kann, da ist die Anmeldung bis 30.11. Nachher keiner sagt, ich habe das gar nicht mitbekommen. Es wird dann trotzdem einige geben. Nur ich versuche es ja wirklich mitzuteilen und hoffe, dass keiner davon genervt ist. Also. Fühlt euch herzlich eingeladen. Es war so schön, euch hier zu sehen. Und genau, dann sage ich jetzt Feierabend. Ich mache jetzt Yoga. Wer macht noch Yoga von euch? Ihr könnt ja in die Story was packen und mich verlinken. Yoga am Abend vertreibt Kummer und Sorgen. Drei Übungen. Komm, das machen wir, oder? Ich mache auch ein Bild in die Story von meinem Yoga. So machen wir das. Also, tschüss. Macht es gut. Kommt gut durch die Zeit. Ach, guck mal, der Phil ist auch da. Hey, Phil. Tschü, tschü.